Gestern hat mir noch jemand auf einer Veranstaltung gesagt, meinte, naja, Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Dieser schöne Spruch, und wenn wir ehrlich sind, wussten wir das alle schon länger, dass das eine große Herausforderung ist, dass es viel zu tun gibt, die Immobilien nachhaltig zu machen, die Portfolien nachhaltig zu machen und dass das eine Herausforderung ist, mit der man sich beschäftigen muss. Und naja, wenn man auch ehrlich ist, hat man in den letzten Jahren, oder viele in den letzten Jahren sich aber damit nicht so beschäftigt, wie man es vielleicht hätte machen müssen. Da gab es andere Themen, die einem dann vielleicht wichtiger waren. Und jetzt fehlt vielleicht die Zeit, fehlt vielleicht das Geld, fehlt vielleicht das Know-how. Darüber reden wir auch, wie da so der Stand ist. Es einfach angepackt werden muss. Also wie wird das Immobiliengeschäft nachhaltiger? Darüber wollen wir reden. Welche Rolle spielt dabei Digitalisierung? Wie sind die Firmen eigentlich aufgestellt? Welche Lösungen gibt es? Und ich finde es schön, dass wir eine Mischung haben hier vorne in der Runde. Immobilienpraktiker, würde ich jetzt mal sagen, die an den Immobilienportfolien arbeiten und natürlich Lösungsanbieter, die digitale Lösungen haben. Und das, glaube ich, ist für so eine Runde dann genau das Richtige, um da einfach auch einen Einblick zu bekommen. Und wir machen das ganz hemdsärmlich, hätte ich jetzt gesagt. Also wenn von Ihnen jemand Fragen hat, dann bitte einfach kurzes Handzeichen. Sie sehen, wir machen das auch ohne Mikro. Das braucht es, glaube ich, nicht in der Raumgröße. Also wenn sich jemand einbringen will in die Diskussion, dann gerne. Dann freuen wir uns. Und ansonsten darf ich jetzt erstmal die Runde vorstellen. Dafür setze ich mich, damit ich nicht vor euch stehe. Ich fange einfach ganz außen an bei Marco Helbig. Er ist Head of Sustainability Management bei der IC Immobiliengruppe. Das ist ein Full-Service-Immobiliendienstleister, würde man wahrscheinlich sagen. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Also vom Asset-Management bis zur Projektsteuerung, Center-Management, das macht ihr alles. Ich habe extra nachgeguckt, 23 Milliarden Euro Assets under Management. Das ist ja nicht so ganz wenig. Und das ist eben der Immobilienblick, den ich eben angesprochen habe. Finde ich da natürlich ganz spannend. Dann machen wir weiter bei Sebastian Renz, CSO bei Quantify. Das ist eine ESG-Plattform, wer das Unternehmen noch nicht kennt, die will nicht nur reporten, so wie ich es verstanden habe, sondern auch ja, aktiv bei der Optimierung dann helfen und unterstützen. Fand ich ganz interessant, da gibt es auch so Sachen wie Echtzeitberechnung von ESG-Scorings, finde ich ganz spannend. Und ja, wie gesagt, macht dann auch Optimierungsvorschläge. Dann, jetzt muss ich gucken, wer neben ihm sitzt, Lukas Krauter, Co-Founder von Comgy. Technologieunternehmen, 2017 gegründet. Da geht es um Softwarelösungen, um Energiedaten aus den Gebäuden, aus den Portfolien zu digitalisieren und verfügbar zu machen. Absolut. Und da sitzen wir wahrscheinlich schon, oder da sind wir schon bei einer der großen Problemthemen, die wir heute hier haben. Ne? Wie kriege ich eigentlich die Daten aus den Gebäuden und aus den Portfolien raus? Und neben ihm Alexandre Crellier, CEO von Drooms. Bei Digitalisierungsthemen denkt man ja immer, das sind alles Startups, ne? Aber Drooms, ich habe es auch nochmal nachgeguckt, 2001 gegründet, das ist schon deutlich kein Startup mehr. Ihr habt weltweit über 30.000 Immobilienkunden oder Kundenunternehmen weltweit und in Deutschland gibt es, glaube ich, über 50% der Transaktionen, die über eure Datenräume gehen. Jetzt könnten Ketzer sagen, Transaktionen finden ja gerade nicht statt. Das ist ja keine Kunst. Aber genau. Aber wir reden da auch von den guten Jahren, von den guten letzten Jahren. Und da ist ganz, ganz viel über eure Datenräume abgewickelt worden. Schön, dass du dabei bist. Und last not least, Yama Mahasha, Geschäftsführer von Westbridge Advisory. Das ist einer der führenden ESG-Dienstleister in der Immobilienwirtschaft. Also immer wenn es um das Thema geht, Energieeffizienz, Gebäudebetrieb, Nachhaltigkeit. Passt das eigentlich alles zusammen, dann landet man irgendwann zwangsläufig bei euch. Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt verratet mir doch erstmal, ich habe auf der Zugfahrt hierhin nochmal so ein bisschen über die LinkedIn-Profile drüber geguckt. Und der Alexander hatte im Vorfeld zur Expo so ein schönes Barometer gepostet, wo sein Netzwerk irgendwie sagen konnte, mit welcher Stimmung sie denn so zur Expo fahren. Da waren sehr viele Optimisten dabei, über 50%. Was sagt ihr denn, wie habt ihr denn den ersten Messetag so erlebt? Vielleicht mal einmal so eine kurze Stimmungsrunde. Was ist besonders prägnant gewesen? Ist irgendwie Krisenstimmung? Ist irgendwie Zweckoptimismus? Welche Themen sind euch so begegnet? Ich fange an. Ja, ich fand es spannend, wie viele Menschen auf einmal da waren und pünktlich da waren. Also, ich habe doch die Häufigkeit von Krawatten ist mir aufgefallen.
Okay. Ja, ich habe auch gelesen, es wäre sehr, sehr schwarz und dunkle Anzüge. Es wäre auffällig. Was immer das dann auch heißt. Nein, also was meine ich damit? Ja, dass die Ernsthaftigkeit, glaube ich, wieder da ist. Und dass man sich wirklich wieder um die tatsächlichen Probleme kümmern muss. Und ich hoffe, dass das in der Branche angekommen ist. Okay. Es wird wieder gearbeitet. Ja. Der Expo, ja. Ja, so ein Statement finde ich, was man vor der Messe schon viel gehört hat. Ne? So, jetzt muss halt wieder gearbeitet werden. So, ja. Ja, ich habe ein relativ ein recht differenziertes Bild wahrgenommen, außer dass meine Stimme weg ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es bestimmte Teilnehmer unserer Industrie gibt, die wirklich leiden. Das ist halt einfach so. Ja. Also wenn irgendwie 50, 60, 70% des Umsatzes weg ist, ist halt weg. Ja, dann kann man nicht schön leben. Und ich glaube, es tut dann auch niemand mehr. Also es ist wirklich. Da gibt es jetzt du hast eben das Wort Zweckoptimismus gesagt, ja, den habe ich relativ wenig gesehen. Also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, naja, dass irgendwann irgendwas wieder losgeht, also gerade wir haben ja das Thema Transaktionen angesprochen, ja, ich glaube, das ist halt so, das wissen wir alle. Die Frage ist, zu welchem Preis, wann, wie viel und so weiter. Und es gab einige Leute, die mir gesagt haben, naja, wir werden irgendwie auf das Niveau kommen, wie 2014, 15. Ja? Das ist halt minus 50% an Transaktionsvolumina. Ja. Und das ist so, das ist die eine Sache, die Seite, die man hört. Andere sagen, es ist halt eine Chance. Ja? Es ist, also gerade sind wir heute hier zu dem Thema ESG, Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich glaube, da liegt tatsächlich eine Chance, dass der ein oder andere Marktteilnehmer sich mal überlegt, wie bin ich denn eigentlich aufgestellt und funktioniert mein Geschäftsmodell so, wie es die letzten 10 Jahre funktioniert hat. Und also ich bin jetzt im Kreis wahrscheinlich einer der Ältesten und das ist echt erschreckend und sowas an. Ja, gut, lassen wir das. Ich habe das ja schon, ich habe ja schon öfter mal auch schwierigere Phasen gesehen und erlebt, ja. Und ich glaube, jetzt ist es angekommen, dass man was tun muss, alleine um Kosten zu senken, ja. To be very honest. Und das Perfide an der Situation in meinen Augen ist, dass wir das Zusammenspiel haben von eben, wir müssen nachhaltig werden, also ESG bekommen zu bleiben, ja. Aber wir haben auch gerade eine verdammte Krise, ja. Und diese Kombo, die ist nicht so richtig schön. Ja. Ja. Das spürst du zu den Leuten, die du verhältst. Ja. Die sagen, ja, wir würden ja gerne. Ja, genau, da ist ja schon ganz viel drin, worüber wir nachher reden. Aber weil du das gerade gesagt hast, ist es klar, jetzt muss was gemacht werden. Lukas, ist denn jetzt für digitale Themen bei den Unternehmen gerade eine gute Zeit, weil die eben sich kümmern müssen und weil sonst vieles nicht mehr gehen wird? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, weil die sagen, ehrlich gesagt, haben wir jetzt gerade andere Probleme, als uns über sowas noch Gedanken zu machen. Ja, ich glaube, ich habe die Messe auch wahrscheinlich ganz anders erlebt, tatsächlich, weil ESG ist hier to stay und das auch das, was ich mitbekommen habe. Ich war gestern extrem viel auf Panels unterwegs, auf Interviews. Wir haben sogar den Outstanding Innovations Preis gewonnen von der CIA für unser ComsiOS. Und es zeigt mir einfach, dass die Industrie jetzt so weit ist, zu verstehen, ESG ist hier to stay. Aber Visualisierung allein reichen halt eben nicht aus. Da müssen auch die Daten her. Und viele stehen jetzt genau vor dem Problem, dass sie das, was sie eigentlich machen wollen, gar nicht machen können, weil ihnen die Daten dafür fehlen. Und das merke ich daran, dass wir eben extrem viel zu Interviews eingeladen werden, zu Panels eingeladen werden, dafür drüber referieren. Wie bekommt man denn eigentlich die Daten? Wie ist es denn eigentlich mit dem Smart Meter Gateway? Wie integriert man Daten von Stadtwerken über einen Energieserviceanbieter zum Beispiel, das ist eine Marktrolle, eine Marktkommunikation oder auch den wettbewerblichen Netzstellenbetrieb. Das sind halt alles hochregulatorische Themen, mit denen sich niemand so richtig auskennt, aber daher kommen halt die Daten und genau das ist etwas, was wir machen und da habe ich gestern zumindest gemerkt, dass da extrem hohes Interesse jetzt auch mehr als die Jahre davor besteht, weil die Leute mittlerweile da angekommen sind, dass sie halt ESG-Plattformen haben, dass sie ihre Daten reporten wollen, dass sie Risk Rating machen wollen, aber es fehlen halt wirklich handfeste, valide Daten, um das alles tun zu können. Mhm. Frage, wie lange reden wir darüber schon? Ja, das war auch ist es, Gedanke, ist, ja. Ist es jetzt, dass die Leute Interesse auf einmal an unser eins, sage ich jetzt mal, haben?
oder weil sie Druck kriegen? Ich glaube, weil sie extrem Druck bekommen. Aber ich glaube, der Markt musste sich erstmal mit genügend ESG-Dashboards ausrüsten. Und das ist in den letzten 2 Jahren auch eigentlich eine gute Sache, weil es sind tolle Lösungen auf den Markt gekommen. Und das ist in der letzten, also ich habe es jetzt nochmal von der letzten Messe bis zu diesem Jahr besonders gemerkt, was insbesondere in den Asset Managements an Lösungen zugekauft wurde, dass auch Personal aufgestockt wurde in dem Bereich. Also ich habe jetzt auch Gespräche geführt mit Asset Managern, die jetzt wirklich Units für ESG-Themen haben bei sich. Und das war das, was ich eigentlich in den letzten 2 Jahren eigentlich auch erhofft habe, dass es sich dahin entwickelt, dass es nicht mehr so ist, dass ein FM, ein PM, ein Asset Manager, ein Dienstleister mit einer Lösung, dass alle miteinander reden, aber keiner hat eigentlich eine Basis oder weiß, worüber wir eigentlich reden. Die Regulatorik gibt nichts Genaues vor, beziehungsweise in Anführungszeichen nichts Genaues, weil keiner konnte sie greifen. Es gibt keine klaren Vorgaben, was muss ich bis wann machen und wie teuer wird es, wenn ich es nicht mache. Das ist auch immer so ein Faktor. Ja. Und jetzt stelle ich halt fest, Lösungen sind jetzt da, die Dashboards sind da, die Auswertungsmöglichkeiten sind da. Wer hat die Daten? Ja. Die Daten sind im Gebäude. Man dachte immer, die sind alle digitalisiert. Ja, da kommt der Asset Manager zum Property Manager und sagt, alles da, der Property Manager ist doch am Objekt, das ist ja super. Dann kann er uns ja mal kurz die Daten rüberschicken, dann können wir die ja mal in das Tool reintragen. Ja. So, ESG-Daten und Daten sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Und die ESG, die klassischen ESG-Daten hatte nie wirklich jemand so auf dem Schirm. Ist denn das, was du gerade gesagt hast, mit, wenn es dann heißt, ja, da fehlt auch die genaue Vorgabe, Das ist das keine Ausrede, die genau vorher fehlt, weil sie keiner wirklich kannte. Jetzt kennt man das Thema genauer. Jetzt hat man vielleicht schon mal Eco-Scorings gemacht, mal CRESP-Scorings durchgemacht, mal CRIM-Analysen gemacht, mal hat man DKW, jetzt hat man ein Gefühl dafür. So, das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, ah, da fehlt mir die Regulation, ich weiß jetzt ganz genau, welche Daten ich brauche. Und jetzt stellt man halt auch fest, es ist schwierig, diese Daten, ich sage mal, gut zu monitoren und auch immer up-to-date zu haben. Ja, weil es nicht die klassischen Daten sind, mit denen man eigentlich tatsächlich immer hantiert hat in der Vergangenheit. Ja. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, hast du nicht das Gefühl, ich weiß es bei euch, weil viele Jahre nah an euch dran war oder bin, dass die Stimmung bei den Leuten, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, hier auf der Expo dieses Jahr gut ist, wenn sie früh genug angefangen haben. Absolut. Das muss man sogar sagen. Es gibt Firmen, die haben vor 2 Jahren damit angefangen oder auch vor 3, weil sie wussten alles, passiert wird. Die jetzt da sind, wo sie sein sollten oder auf einem sehr guten Weg dahin, die sitzen hier und laufen mit dem Lächeln über die Messe. Alle, die es noch nicht haben, die wissen, sie sind zu spät oder wissen sie, ja, wir müssen was tun, der Erste kommt oder ja, auch immer, was passieren wird. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel diskutieren. Ne? Ja, die haben eben schlechte Laune. Also strategisch das Thema dann eigentlich verpennt, ne? Weil wir haben es ja eingangs gesagt, war ja lange genug klar, dass aber hier sitzen genug Leute, die darüber reden, das hätten wir vor Jahren. Ich glaube, das ist das Schlagwort. Ja. Es ist noch nicht mal die Transparenz, die Datentransparenz oder die Tools und die Fähigkeit der Person. Ich bin fest davon überzeugt, dass die fehlende Unternehmensstrategie ist. Ja. Die Unternehmensstrategie im Sinne von Portfolio-Management, Asset-Management, um zu sehen, was will ich eigentlich machen. Viele Player haben einfach nur gekauft, gehalten, verkauft. Und jetzt funktioniert das auch nicht mehr ohne Daten, ohne den ESG-Stempel oder sonstiges. Ich glaube echt, wir müssen eine Ebene höher anfangen. Und es fängt am Unternehmen an, die Unternehmensstrategie. Und dann nachgelagert eben Digitalisierung und darauf folgend. Das ist wirklich ein wichtiger, guter Punkt, weil wir kennen das nicht. Eben ein Gespräch, Thema ESG und bei uns ist das oft so, da kommt dann der Asset Manager, ja ESG, was kann man da machen? So, und dann gucke ich den an und sage, ja, da kann man viel machen. Aber was willst du? Was ist deine strategische Ausrichtung, wo du möchtest? Marco, es kommt ein Asset Manager und die meisten Unternehmen haben 10 Asset Manager und jeder Asset Manager hat seine eigene Agenda. Das meine ich eben, das Dach fehlt. Ja. Aber der mit dem Thema kommt. Genau. Ich glaube auch, eine Strategie
ist ja nicht nur Regulatorik und Pflichten erfüllen. Eine Strategie kann zum Beispiel sein, Energiedatenhoheit im Gebäude zu erreichen, um mit diesen Daten auch was zu machen, um zum Beispiel darüber nachzudenken, selber eine Heizkostenabrechnung zu machen. Ich habe ja jetzt alle Daten, vielleicht mache ich das damit. Oder auch neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel ein Mieterstrommodell. Auch hier wiederum, wenn ich die Energiedaten erstmal habe, wenn ich sie hochgranular habe, wenn ich der Einzige bin, der an diese Daten rankommt und diese Daten heute habe, habe ich enorm viele Opportunitäten neben der ganzen Regulatorik. Und das ist immer das, was wir ein bisschen schade finden, dass es sehr die Strategie häufig das ist, das Minimalste zu machen, um Regularien zu erfüllen, aber nicht weiter geschaut wird, was kann ich denn eigentlich mit diesen Daten machen. Man sagt ja in anderen Branchen immer, Daten sind Macht, wer die Daten hat, der hat die Opportunität. Das ist bei Energiedaten genau das Gleiche. Das sehen nur sehr, sehr wenige Leute, was man eigentlich alles damit machen kann. Und es gibt wirklich enorm viele Geschäftsfelder in der Zukunft. Wir haben eine komplette dezentrale Energieversorgung in der Zukunft mit Wärmepumpen, mit PV, mit Solarthermie. Auch das sind viele Geschäftsfelder, die sich daraus ergeben. Und wer denn da die Energiedaten hat, der kann diese Geschäftsfelder angehen und kann auch diese Daten gegebenenfalls teuer verkaufen. Ja. Wie ist denn. Darf ich nochmal was provokantes in den Raum stellen, ja? Weil wir gerade gesagt haben, wie ist die Stimmung? Ich glaube wirklich, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit so gar keine Rolle aktuell spielt bei den meisten Playern. Ja? Weil die, also na, natürlich sind es Swiss Life, also die haben eine Kapitalbasis, um über die nächsten Monate zu kommen. Ich glaube, Interest Rates ist gerade das höchste Thema und wie überlebe ich die nächsten 3 bis 6 Monate? Ich war auf einem Panel, da wurde gesagt, in den nächsten 9 Monaten gibt es 1/3 der Immobilienunternehmen in Deutschland nicht mehr. Und ich glaube, das ist die größte Sorge. Da können die verpennt haben, was sie wollen. Sie haben ja einfach schlichtweg verkalkuliert, das ist schlechtes Management, schlechte Strategie. Okay, ja. Ja, also man sieht das ja relativ deutlich an. Wenn man sich anschaut, was für eine Datenbasis überhaupt da ist. Ja, ich mache ja seit knapp 20 Jahren, über 20 Jahren mache ich hier virtuelle Datenräume. Und es ist vor 20 Jahren, vor 10 Jahren und eigentlich heute relativ häufig immer noch so, dass wenn irgendjemand sich entscheidet, etwas zu verkaufen, dann, und da reden wir eben noch nicht mal über irgendwelche Energiedaten oder irgendwas was Weiterführendes. Ich meine, dass so die Basisdaten einfach nicht vorhanden sind. Ja, dann wird dann irgendwie monatelang, und das ist kein Witz, ja, bis zu 3 Monate wird dann im Keller gekramt, um einen Mietvertrag zu finden. Ja. Und reden wir über irgendwelche Energie-Themen. Ja. Also ich glaube, da liegt die Krux. Ja. Es war einfach in den letzten 10 Jahren, und da muss man das Kind mal mit Namen nennen, das war einfach zu einfach, ja. Da hast du eine Immobilie in die Luft geschmissen und irgendjemand hat schon zurückgegriffen, ja. So, und ja, dann gibt es halt so ein paar komische Berater, die machen das mit Energie und so, ja, okay, wenn das jetzt sein muss, also der Gesetzgeber will, machen wir es halt auch noch mit, ja, aber am Ende des Tages, was ändert es denn, ja. So, und jetzt kommen wir tatsächlich in eine Situation, wo es halt nicht mehr so einfach ist. Und jetzt, glaube ich, wird der ein oder andere in der Pflicht sein, dass die Hausaufgaben zu machen, ja, und das geht. Ich meine, es fängt an bei den grundsätzlichen Daten der Immobilie und geht dann weiter zu den ESG-Daten. Ja. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. A, musst du es mal zusammensammeln. B, musst du mal dann auch den Mut haben, die Kosten dafür aufzutreiben und das mal aktuell zu halten. Ja. Also ich meine, so eine Immobilie lebt ja. Und dann plötzlich baut jemand um oder es zieht tatsächlich jemand aus, neuer zieht ein. Ja. Also Wunder sollen ja geschehen. Und das musst du halt nachhalten. Ja. Und das passiert halt oft nicht. Und dann geht es halt los und dann heißt ja, oh, ESG, das Stranded Asset, was war denn das nochmal? Ja? So, und das ist einfach die Realität von heute nach wie vor. Deswegen bin ich auch völlig bei Yama, der sagt, also solange der Druck nicht da war, ja. Jetzt haben wir halt einen anderen Druck und das ist der Überlebensdruck bei dem einen oder anderen. Und die sind auch nicht unbedingt jetzt ganz super offen für solche Themen. Ist natürlich ein bisschen schade für Unternehmen wie deines oder unseres, die von Daten natürlich leben. Weil immer spektakulär, wenn Unternehmen Objekte verkauft haben und der Käufer in 2 Jahren wieder getradet hat, aber die Datenbasis wieder so verhunzt hat. Das ist für uns natürlich wieder sensationell, weil wir Umsatz machen. Ja, aber du musst immer wieder bei Null anfangen. Ja? Das ist ja bei Transaktionen genau, die haben einen Datenraum, weil die schaffen es irgendwie in 2 Jahren, das so über Bord zu werfen. Ja? Und da sind wir wieder beim Thema Strategie. Und wie geht man jetzt damit um, wenn man, wie du das gerade beschrieben hast, da soll jetzt eigentlich was stattfinden und es gibt diese Daten in der Form gar nicht. Und die müssen eben 3 Monate im Keller. Also was
Es muss ja eine Lösung dann in dem Moment geben. Es gibt ja Lösungen gibt, ja, aber das ist immer das, wenn die ganzen Leute über Digitalisierung reden, dann glauben sie, du kaufst irgendein blödes Software-Tool und all deine Probleme sind gelöst. Ja, ist aber nicht so. Sondern Digitalisierung ist Strategie, das ist Change Management, das ist vielleicht auch andere Leute einstellen, die sich damit mal beschäftigt haben und das für sinnvoll halten, aber es fängt halt immer beim Kopf an. Ja? Das Top-Management muss dahinter stehen. Die müssen sagen, so, das ist das, was wir wollen. Ja? Und ich schreibe es nicht nur auf meine Website. Ja? Digitalisierung, ich weiß nicht, ich könnte euch 100 Immobilienunternehmen zeigen, da steht überall als allererster, wir werden digital. Ja? So, ob es große Makler sind, ob es irgendwelche Asset-Manager, you name it. Ja? So, und dann fängst du an, mal ein bisschen zu graben und dann merkst du so, ah, also eigentlich traden wir halt Immobilien, ne? Und das können wir eigentlich ganz gut und können wir auch schon seit vielen Jahren. Und das ist halt falsch. Das ist irgendwann kommt das zum Ende, ja? Weil es einfach nicht mehr geht. Ja? Und dann muss man auch als Geschäftsführung der Realität ins Auge blicken und sagen, okay, wir müssen jetzt das Ruder umreißen. Wir müssen jetzt gucken, was ist unser Problem. Ja? Wenn Daten unser Problem sind, dann brauchen wir eine Taskforce, um mal Daten zu sammeln, zu sichten. Auf irgendeiner, dann brauchst du eine Plattform, um sie dann da abzulegen, ja. Und dann guckst du, was wird dabei ergänzt, ja. Und das ist das, was ich seit vielen, vielen Jahren predige, ja. Ich habe, vor Jahren sind wir rausgekommen in einem Lifecycle-Datenraum. Ja, im Prinzip ist es natürlich auch nicht so schlecht, wenn die Leute immer wieder von Neuem anfangen, weil du kannst auch gutes Geld damit verdienen. Aber du kannst auch gutes Geld damit verdienen, wenn du, und dann sagt er, ey, hier, einfach mal die Geschäftsmodelle weiterdenkst, ja, und sagst, nee, ich meine, wie oft haben die Menschen hier im Publikum das Wort Digital Twin gehört, ja, also es kommt einem schon aus den Ohren wieder raus, ja, aber wer hat's denn? Absolut wenig. Ich glaube, das Thema dabei ist halt auch wirklich, dass Digitalisierung häufig so verstanden wird, dass man Daten in eine Eingabemaske reinhämmert, einmalig, und dann hofft, damit hat man das Thema gelöst. Wichtig ist halt, nachhaltige Lösungen zu schaffen, automatisierte Lösungen zu schaffen, nicht beim, und wenn ich das erste Mal Daten eingebe, sicherzustellen, wie bleiben die jetzt maintainable, weil Digital Twin das Gleiche. Einmal den Status quo aufzunehmen, bringt einem ja überhaupt nichts. Beim Nutzen möchte man wahrscheinlich dann in 3 Jahren, wo man mal nachschauen möchte, was haben wir denn damals gemacht oder ist das immer noch der Status quo? Und wenn ich dann bei jedem zweiten Datenpunkt sehe, das stimmt gar nicht mehr, dann kann ich allen Daten ja auch nicht mehr trauen. Deswegen eine Validität von Daten zu gewährleisten, bei Energiedaten übrigens das Gleiche. Zähler werden ja auch ausgetauscht. Und wenn ich das nicht nachhalte, wenn Zähler ausgetauscht werden, der eine durch den anderen gewechselt wäre, dann beim ersten Zähler tauscht meine ganzen Daten nicht mehr. Und auf einmal misst er was ganz anderes und ich weiß gar nicht mehr, was im Haus passiert. Das heißt, Digitalisierung muss immer mit Automation und Maintainability einhergehen, sonst funktioniert das nicht. Sonst ist das Arbeitsbeschaffungsmaßnahme leider wirklich. Aber so haben es ja viele in den letzten Jahren einfach gesehen. Digitalisierung bedeutete bei großen Unternehmen oder bei sehr, sehr vielen Unternehmen, weil es der Branche sehr, sehr gut ging über viele Jahre, wir holen mal die Leitsordner aus dem Keller, ja, und scannen die mal durch und laden die in eine Cloud oder in den Datenraum rein. Und dann war es das erstmal. Dann sind wir erstmal fein. Jetzt sind wir digital. Nee, seid ihr nicht. So. Und das, ich glaube, das haben wir alle schon gesehen und predigen viele von uns sehr, sehr seit vielen Jahren, dass das nicht reicht. Man muss dazu ja auch sagen, klassische ERP-Systeme laden ja auch genau zu diesem Verhalten ein. Die suggerieren ja genau, dass das richtig wäre, Datensätze reinzuhämmern und darauf aufbauen zu können und Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sind halt häufig klassische ERP-Systeme auch gar nicht mehr die richtige Lösung, um wirklich solche Themen anzugehen. Wir haben ja deswegen auch eine eigene Softwarelösung, unser CompuOS, gebaut, wo man wirklich, und wir spezialisieren uns ja nur auf Energiedaten, wir machen nichts anderes, weil allein das schon wahnsinnig schwierig ist, dass konstant richtig zu halten, Zählerwechsel mitzubekommen, sicherzustellen, dass die Daten in der richtigen Frequenz alle 15 Minuten ankommen. Enorm viel Aufgabe und enorm viel Automation dahinter. Das ist wirklich wie so ein Eisberg. Das Frontend oben ist der Zipfel. Was im Hintergrund passiert, um diese Daten aktuell zu halten und sicherzustellen, dass sie auch wirklich ankommen, ist enorm viel Arbeit. Ein ERP probiert alle Themen überall zu erschlagen und das sind dann halt immer zu einfache Lösungen, um sie wirklich auch langzeitig aktuell zu halten. Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, Digitalisierung ist auch nicht immer, also bei uns zum Beispiel ist das nicht das Produkt, ja, also als Property Manager, die Gebäudeverwaltung ist das Produkt. Ja, und Digitalisierung, und vorhin fiel das Wort schon, Change Management, das ist genau der Punkt. Man muss die unternehmerischen Prozesse digitalisieren.
Man muss das Mindset der Leute endlich mal zeigen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung. Das fängt an mit Digital Signing-Themen, das fängt an mit Desk-Sharing-Themen, wo ich quasi meine Arbeitsplätze buchen kann. Das fängt in so vielen alltäglichen Prozessen an, die das Unternehmen strategisch vorgehen muss. Ja, und dann kommt man auch immer weiter und wird auch granularer. Und bei uns ist dann die Granularität natürlich. Digital Twin ist gefallen. Jeder hat einen anderen Standard bei einem Digital Twin. Ein Digital Twin vom Gebäude sagt mir erstmal, ja gut, du kannst jetzt die Gebäudeadresse dort eingeben, hast ein Digital Twin. Also, wie weit geht das denn? Was ist denn da eigentlich der Leitstandard? Ja, und da wird es dann eigentlich auch spannend, weil am Ende muss ich mit den Daten arbeiten, und zwar tagtäglich. Und ich muss sie nutzen und ich muss valide, stringent gewisse Prozesse verfolgen, damit die Daten auch valide bleiben. Ja, und das ist noch nicht überall in dem Umfang angekommen. Was aber auch verständlich ist, dass es noch nicht angekommen ist. Ja, also ich meine, der Druck ist erst seit wenigen Jahren durch die Nutzer, durch die Regulatorik, durch die Gesellschaft per se. Bezug auf ESG, ja. Auf alle Verbrauchsdaten, ehrlicherweise. Ja. Man musste ja, Alex hat es gesagt, nichts machen die letzten 10 Jahre. Die Mieten sind gestiegen, die Kapitalwerte sind gestiegen. Also war dieser Kostenblock und der Effizienzblock einfach irrelevant. Deswegen hat man ihn liegen lassen. Und auf einmal spielen die Kosten auf einmal. NOI Leakage, Net Operating Income Improvement, bla bla bla. Und auf einmal wieder Themen, um ein bisschen den Kapitalwert zu erhöhen. Ja. Es sind nicht nur die Betriebskosten, sondern auch die Energieeffizienz. Auf einmal steht man da. Ja. Also man darf es ihnen auch nicht verübeln, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ich gebe recht. Es fehlt ein Standard aber auch in allem. Ja. Wenn ich jetzt ein paar Investmentleute hier sehe, es gibt noch nicht mal ein standardisiertes DCF-Verfahren. Ja, also können wir nochmal ganz bei den Basics anfangen. Ja. Und da reden wir dann über irgendwie ein Digital Twin. Ja. Ich glaube, da muss echt noch viel passieren. Darf ich mal kurz in die Runde fragen? Wer von Ihnen, ganz kurz. Wer von Ihnen nutzt DocuSign zum Unterzeichnen von Verträgen? Sehr wenig. Also, dass man dann wartet, bis der Geschäftsführer, der 4 Tage die Woche unterwegs ist, mal ins Büro kommt und irgendwas unterzeichnet. Ey Leute, das Ding kostet 12 Cent pro Unterschrift. Also ich finde, das ist ein total interessanter Punkt. Ich habe mich auch ein bisschen dran gestört, was du gerade gesagt hast mit, naja, man muss auch Verständnis haben, es war auch nicht nötig. Da würde ich jetzt sagen, naja, aber wenn ich es immer nur mache, wenn es gerade nötig ist, also dann überspitzt gesagt, dann kann ich auch den Affen auf den Geschäftsführerposten setzen, weil der versteht es dann im Zweifel auch, dass er es jetzt machen muss. Also der Weitblick wäre ja zu sagen, es läuft zwar gerade alles super, ich müsste das nicht, aber ich weiß, in x Jahren muss ich mich jetzt dafür aufstellen. Also so wie ich jetzt auch sagen kann, klar, der Chef kommt irgendwann zu Büro, aber es gibt da eigentlich eine bessere Lösung für. Aber es gibt es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass sie alles verschlagen haben. Ja? Also es gibt ja durchaus die Leute, die vor vielen Jahren angefangen haben, und einen Kostenblock aufgebaut haben, wo sie auf jeden Fall die digitalen Grunddaten mal versucht haben aktuell zu halten, an dem einen Spot zu halten, wo du eine Single Source of Truth hast und so weiter und so fort. Ja, das muss dann nachgearbeitet werden und so weiter. Aber die gibt es ja auch. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir alle da gesagt hätten, ja, pff, ist egal. Aber es gibt halt dann eben auch die gesagt haben, naja, es läuft ja ganz gut. Und tatsächlich habe ich da ein bisschen Verständnis von Jammer, wenn er sagt, wir müssen Verständnis haben. Und es ist eben nicht so, dass du dann einen Affen hinsetzen kannst, weil die Aufgaben eines Geschäftsführers sind, abgesehen von der Vision, die er haben sollte fürs Unternehmen, ja durchaus vielfältig. Ja? Du hast ja auch noch mit anderen täglichen Problemen zu kämpfen und. Und insofern, auch da, das Kerngeschäft ist ja auch, komme ich an die richtigen Immobilien an, habe ich die richtige Strategie und so weiter und so fort. Also der hat ja schon andere Themen. Ja. Und dann ist ja die Digitalisierung und dann kommt dieses ESG und dann kommt dieses ESG, dann weiß keiner so genau, wie wird es denn geregelt, jetzt kommt es aus Europa, wie wird es denn umgesetzt, wie setzt die lokale Politik um, dann redest du mit 3 Anwälten aus 5 Meinungen, dann hast du, ja ist so. Und dann ich habe gestern Abend jemanden, eine junge Frau getroffen, die ein Tool gemacht hat für ESG-compliant Interior-Ausbau. Ja, so. Und dann saßen wir Juristin am Tisch und sagte, ist ja interessant, dass du das hast, nach was für Kriterien machst du das? Und dann erklärte sie nach welchen Kriterien, und dann sagte er, das ist ja Quatsch, also von den 7 Kriterien, die du gerade genannt hast, sind gerade mal 2 wirklich definiert. Der Rest ist einfach, das war aber so daran. Ja? Wie kannst du denn von jemandem erwarten, der sich tagtäglich um seine Immobilien
Strategie kümmert, ja, dass er sich danach hinsetzt und dann sich mit seinen Juristen hinsetzt und sagt so, wie ist denn jetzt eigentlich die Regelung? Ja? Wir wissen alle, es kommt, das ist richtig. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so einfach zu verstehen ist. Ja? Du musst da schon dich ganz schön reinknien. Ja? Und wenn wir anfangen, ich habe irgendwann gesagt, meinen Leuten, wir müssen uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, weil bei uns ist es ja auch naheliegend. Ja? Und dann ist okay, dann fangen wir mal an und bauen mal einen ESG-Index. Ja? Und dann haben wir angefangen, mit entsprechenden Juristen mal zu sprechen. Und gesagt, so, was wird es da nehmen und wie soll das kommen? Ja, weil es soll ja auch vom Mieter kommen und da hast du ja die Verbrauchsdaten und. Ja, und dann stellt sich raus, es ist machbar, aber es ist ganz schön komplex. Ja? So, und dann ist eben genau die Frage, jetzt hast du das Ding und wer liefert denn jetzt was, wie, wann da rein? Ja? Ja, dann haben wir vielleicht jemanden, der dann berät und sagt, guck mal auf, jetzt machen wir das und das. Und dann hat er eine Chance, aber nochmal, die haben ja auch noch ein Hauptgeschäft. Ja? Am Ende des Tages machen sie Immobilien. Ja? Und das darf man nicht vergessen, bei aller Regulatorik. Ja? Und deswegen können neue Geschäftsmodelle daraus entstehen. Wird auch wahrscheinlich passieren. Aber jetzt da mit ausgestreckten Zeigefinger durch den Markt zu rennen und sagen, ihr seid alle zu doof, ja, das ist zu kurz gesprungen. Aber es sagt ja keiner, dass die Unternehmen zu doof sind. Aber ich glaube, wir sind uns ja einig. Wenige Leute können da eigentlich widersprechen. Du hast es eben selber nochmal gesagt, Alexander und Dama, dass die Unternehmen, die früh genug damit angefangen haben, denen geht es heute besser. Die von Anfang an angefangen haben mit dem Thema, nennen wir es Digitalisierung, egal wie es aussah, sind heute ein Schritt weit. Oder nicht? Muss man sagen. Also ich es will ja keiner Finger pointen, weil das so viele Finger hat keiner im Moment in dem Thema oder wie es im Moment aussieht, aber dass das Transaktionsthema nicht für immer so weitergeht, war irgendwann mal klar. Also das musste kommen. Ja? Dass es ein Drittel der Immobilienunternehmen nicht mehr gibt, wahrscheinlich nächstes Jahr um dieselbe Zeit, ist wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt. Das ist wahrscheinlich genau so. Ja? Das bereinigt sich ein bisschen gerade und auf einmal ist der Asset Manager oder der Property Manager ein sehr gefragter Mitarbeiter. Das war er jahrelang nicht. Er war jahrelang, dass man die Transaktionsfonds, dass man wieder mehr haben. Ja, ja. Und das war es. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir das gewisse Unternehmen, oder wir können ja dabei helfen mit digitalen Lösungen oder mit Beratungen, die sich seit Jahren damit auseinandersetzen, das Thema mit den Unternehmen anzugehen. Das tun wir ja. Das ist sehr, sehr gut. Aber es kostet halt auch Geld. Und dann haben die Jungs recht, Mädels, Entschuldigung, die Unternehmen, gerade andere Themen auf der Platte, genau wie Jan was gesagt hat. Ja, das ist so. Die müssen gerade gucken, dass sie überleben. Ja. Da müssen wir halt dabei helfen. Hast du noch Fragen? Ja, gerne. Also ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, lange darüber gesprochen, dass viele, wahrscheinlich vieles versäumt haben, aber wie wird man denn jetzt mit Digitalisierung nachhaltig? Oder was sind denn da die Bausteine aus Ihrer Sicht, auf die man jetzt, vielleicht wenn man ein Unternehmen ist, das jetzt die Entwicklung so ein bisschen verschlafen hat, auf welche Bausteine muss man als erstes achten oder die im Vordergrund drücken, dass man hier auch die Zeit aufholt? Ich glaube, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Die Digitalisierung anzugehen, ne, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist der erste Schritt. Aber es möglich zu machen, die nachzuhalten. Also der Status quo reicht nicht. Ja. Es bringt nichts, wenn ich alles im Digital Twin habe oder habe einfach alle Daten irgendwo digital ablegen, sondern ich muss verfügbar machen, dass alle Daten nachhaltig digital bleiben. Also und nachhaltig und up-to-date bleiben. Ja, aber die Frage ist, glaube ich, schon berechtigt, weil nachhaltig bedeutet ja, ich will mein Gebäudeportfolio irgendwie CO2-neutral machen. Und das ist erstmal jetzt nicht auf der Hand liegen, wie Digitalisierung dabei alleine hilft. Was Digitalisierung aber macht, ist, die Wärmewende machbar und bezahlbar zu machen. Also die Themen, die da reinkommen, wie Wärmepumpen, PV-Systeme, wie Energiemanagementsysteme zur Optimierung, dafür braucht es halt hochgradige Digitalisierung und Automation, dass diese ganze Komplexität, die dadurch entsteht, einen nicht erschlägt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die unterjährige Verbrauchsinformation, die es jetzt in Deutschland seit der Heizkostenverordnungsnovelle dieses Jahr gibt, wo ein Mieter Recht hat, seine Verbrauchsinformationen jeden Monat zu sehen. Das funktioniert ja nur dann, wenn im Hintergrund alle Prozesse automatisch laufen. Ich kann nicht einfach einen Sachbearbeiter die gleiche Arbeit 12-mal im Jahr machen, statt nur einmal im Jahr. Und wenn wir gehen sogar so weit, machen tägliche Daten, weil tägliche Daten, haben wir festgestellt, helfen extrem viele. Wenn ich
heute darüber informiert werde, dass ich gestern irgendwie meinen Heizkörper zu hoch aufgedreht habe, ob ich das nicht rückgängig machen werden will, das ist eine tolle Sache. Da muss aber im Hintergrund alles automatisch passieren. Da darf kein Sachbearbeiter noch irgendwas approven müssen, irgendwas korrigieren müssen, schauen, ob denn das Gateway auch die Zählerdaten empfängt. Das sind halt die Lösungen, die passieren. Die Digitalisierung, das meinte ich ja vorhin mit diesem Dateneingabethema, es muss wirklich alles stringent vollautomatisch funktionieren. Sobald da irgendwo noch irgendein Schritt dabei ist, der so halbautomatisch funktioniert, fällt das um wie ein Kartenhaus. Aber das ist notwendig, weil, und das ist leider so, alles, was mit der Wärmewende kommt, macht alles, was Energie angeht, im Haus noch viel komplizierter. Man hat eine Wärmepumpe, man hat einen PV-Speicher, man hat PV oben. Energien werden miteinander ausgetauscht. Und um das Ganze wirklich optimiert zu machen und das auch, und damit auch dieses Versprechen bleibt, dass wirklich das Gebäude dann auch dekarbonisiert wird, muss man wirklich permanent auf diese Daten schauen, die optimieren, sicherstellen, dass da nicht der Hausmeister aus Versehen was übersteuert hat, weil oben kalt war und dann alles wieder zu Bruch geht. Das ist halt wirklich eine wahnsinnige Aufgabe. Und Digitalisierung allein wird halt nicht den Gebäudesektor neutral CO2-neutral machen, aber macht all das, was die Wärmewende will, machbar und auch irgendwo bezahlbar. Weil Fachkräfte haben wir eh schon keine, und wenn es jetzt noch ganz viele Fachkräfte bräuchte, um das alles zu machen, wird das auch nicht funktionieren. Also man braucht hier wirklich die Digitalisierung. Ich würde vielleicht sogar nochmal genau darauf eingehen, ein bisschen, und das nochmal ein bisschen weiterspinnen. Nachhaltigkeit muss nicht zwingend immer mit dem ökologischen Faktor so vermehrt werden. Nachhaltigkeit sind Prozesse, sind digitalisierte Prozesse, die Kosteneffizienz erzeugen. Und da wurde schon ein paar Themen genannt hier, was DocuSign, Digital Signing quasi genannt oder wirklich Desk-Sharing-Themen. Das sind Digitalisierungsprozesse, die auch zu nachhaltigen, zu nachhaltigen Unternehmensprozesse führen. Was heißt denn nachhaltig? Das heißt, ich kann auf Dauer auch etwas einsparen und das muss nicht immer nur CO2 sein. Nachhaltigen Gesundheitsmanagement im Unternehmen ist auch ein Nachhaltigkeitsfaktor. Ja, dass man dafür sorgt, dass die Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend ausgestattet sind, entsprechende Angebote bekommen. Da kann ein Unternehmen durch Digitalisierung, indem man halt dort Anknüpfungspunkte findet, mit entsprechenden Produkten, die für mein Unternehmen auch passen, dort kann ich für Nachhaltigkeit durch Digitalisierung sorgen. Da muss jeder selber gucken, in was für ein Unternehmen bin ich, was ist mein Verantwortungsbereich, welche Prozesse kann ich digitalisieren, damit die Leute effizienter arbeiten können und dadurch erzeuge ich die Nachhaltigkeit. Absolut. Ich glaube, der Buchstabe E bei ESG ist gerade sehr dominant, ja, auch durch die Politik, aber S und G sind halt genauso da und genauso wichtig. Ja. Ganz kurz, also E ist ziemlich greifbar. Ja. Also man weiß, was es ist. Und zu Ihrer Frage, was muss ich machen als Unternehmer? Ich glaube, ich muss sicherstellen, dass die Daten vollständig sind. Und da ist es erstmal unabhängig davon, welches Tool ich benutze oder sonst was, müssen standardisierte Prozesse sein. Wenn sie manuell sind, ist vollkommen egal, es muss standardisiert sein, dann werde ich sie irgendwann mal digitalisieren, dann habe ich irgendwann ein Investment vor der Brust. Ja. Welches Tool auch immer ich nutze als Data Storage, was die Daten analysiert oder zumindest mal aufzeigt, visualisiert, wo ich dann meine Maßnahmen entsprechend ableiten kann oder ein Berater die ableiten kann. Und jedem Unternehmer oder jedem Immobilienunternehmen kann ich nur empfehlen, seht zu, dass ihr alle relevanten Daten habt. Was sind die relevanten Daten? Das sind alle Gebäudeinformationen, alle Rent-Informationen und alle Consumption-Data, die man greifen kann. Und plus minus 5% ist egal, aber sobald man das hat, das Grundgerüst, muss man es irgendwo storen, muss man es irgendwie analysieren und irgendwelche Maßnahmen ableiten. Und ich glaube, wir sind schon wieder in Tools und was man also umsetzen muss. Wir haben noch gar nicht den Prozess, wie wir unsere Daten aufnehmen. Ja? Jede blöde Abrechnung von Energieversorger sieht in deutlich recht an, wie viele Unterschiede es gibt. Ich glaube, 138 unterschiedliche Versionen. Ja? Wie willst du die automatisiert einlesen? Da musst du einen Mannequin hinsetzen, der das eintippt. Es führt gar kein Weg dran vorbei, weil es weder Yali noch Leverton noch irgendwer hinkriegt, deutsche Rechnungen irgendwie ordentlich mit den richtigen Datenpunkten auszulesen. Also ist wirklich der erste Punkt ist wirklich Daten sammeln. Das ist ja immer der erste Punkt und die erstmal haben. Und einen Schritt noch zurückgehen, ich finde deswegen die Frage sehr gut, wie machen wir es eigentlich? Ja? Das fängt konkret damit an, dass man erstmal die Entscheidung trifft, das zu machen. Ja. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, welche Rolle Sie in dem Unternehmen sind, aber wenn Sie die Verantwortung im Unternehmen haben und dann treffen Sie die Entscheidung, ich will das jetzt machen. Und wenn Sie nicht wissen, wie, und da haben wir tatsächlich inzwischen eine Landschaft,
die gut aufgestellt ist mit Leuten, die sich damit auskennen und die man dann dazu zieht zur Beratung, die dann sagen, so, das sind das konkrete Dinge, die der Immobilienspezialist vielleicht heute gar nicht kennen kann, ja, weil er andere Dinge auf der Platte hat. Und nehmen Sie sich einen guten Berater, der Sie einfach bei dem Prozess auch begleitet. Ja? Weil sowas alleine, wenn man es noch nie gemacht hat, zu machen, da sind die Fallstricke mannigfaltig. Ja? Und das ist immer das Thema, jeder redet über Digitalisierung, jeder macht Digitalisierung, aber ich meine, ich leite seit 20 Jahren eine IT-Firma, ja? Ich weiß, was Digitalisierung ist, ja? Und auch wir machen noch viele, viele Fehler, ja? Aber wenn Sie das nie gemacht haben, nehmen Sie sich jemanden, der Sie begleitet. Ja? Erstens Entscheidung treffen, zweitens Begleitung holen von jemandem, der es kann. Und dann, dann geht der Schritt, dann geht er einen Schritt nach dem nächsten. Ja? Und deswegen, also so würde ich sagen. Vielen Dank. Okay, dann würde mich mal noch interessieren, was macht ihr denn? Also wir sind der Berater. Was macht ihr denn, außer Beratermandate angehen, wenn ihr jetzt in der Situation seid, du hast es gesagt, so, das Wichtigste wäre, dass wir die Daten verfügbar machen und einen Prozess dahinter legen. Jetzt haben wir aber auch lang und breit gesagt, das ist ja bei ganz vielen nicht so. Ja. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr jetzt einen Kunden habt, ein Unternehmen, wo das eben irgendwie ja, nicht so ideal ist, wie man es gerne hätte? Wie geht man damit um? Wir machen genau das für den Kunden. Wir sammeln die Kundendaten. Wir holen uns die Vollmachten für jeden Energieaspekt, ja, ob es jetzt also Strom, Gas oder sonst was ist, holen wir uns die Vollmachten, um die Daten einzuholen. Hm. Manuell? Es gibt noch einen anderen Weg. Ja. Ist das denn, das hatten wir ja ganz am Anfang auch dieses Thema, das müsste noch, oder es wäre schön, wenn das gesetzlich zum Beispiel da Dinge anders vorgegeben wären, dass zum Beispiel Daten zu tun. Müssen. Das ist ja in Deutschland ein besonderes Thema nochmal, irgendwie mit Datenschutz und so. Würde helfen, ist aber nicht so wichtig. Wie ist da? Ich glaube, das Buzzword aktuell ist ja zirkulär, ja, was auch immer es ist. Economy, Construction, man könnte aber auch Circular Data nennen. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, kommt jetzt, glaube ich, das ist so das, was ihr irgendwann mal erreichen wollt, ja, ist Daten sammeln, die verfügbar machen, nutzen, wieder verfügbar machen, wieder nutzen, wieder verfügbar machen, wieder nutzen. Mhm. Ja. Es muss auch irgendwie möglich sein, eine Plattform, jetzt Daten, also Data Governance und Co. mal zur Seite gestellt. Ja. Aber es muss doch möglich sein, dass wir irgendwie eine Single Source of Truth haben, auf die jeder zugreifen kann. Doch, das wäre die Vision. Was ich auch dazu sagen wollte, ist, es gibt ja durchaus Wege, die vielleicht auch allgemein manchmal gar nicht so bekannt sind, weil sie sehr im Hintergrund funktionieren. Wir haben in Deutschland eine sehr große Regulatorik und ein Thema ist zum Beispiel die Marktkommunikation, die es in Deutschland gibt. Da tauschen Lieferanten, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber automatisiert Energiedaten aus über Bilanzkreise, über einzelne Messpunkte. Und da gibt es jetzt auch eine neue Rolle, die nennt sich Energieservice-Anbieter, wo nämlich genau so jemand, der ESG-Daten braucht, andocken kann an dieser Marktkommunikation und Daten beziehen kann, automatisiert. Das Thema ist, das kennt niemand, weil Marktkommunikation so ein Buch mit 7 Siegeln ist, wird dämonisiert als was ganz im Hintergrund stattfindet und niemand so richtig verstehen will. Wir sind halt genau diejenigen, die ganz tief in diese Regulatorik reingehen, weil wir wissen, da gibt es vielleicht was zu holen und dann entdecken wir halt solche Themen, die halt doch automatisierte Wege bieten, wo man nicht mehr Sachen eintippen muss. Es ist bloß nicht der Weg, der vielleicht so der klassische BWL-Weg wäre, weil es sehr, sehr im Hintergrund passiert, sehr IT-lastig und wirklich nitty-gritty irgendwo ist. Aber manchmal gibt es dann da doch automatisierte Wege, die man gar nicht kennt. Und das ist genau das, was wir eigentlich machen, diese Wege zu finden, die es schon gibt und auch nach oben zu holen, dass sie greifbar werden für unsere Partner. Ja. Machen. Ja, vielleicht auch nur mal jetzt wieder so die Sicht Property Management, weil klar, dann ist es eindeutig. Ich sage mal, für uns ist es wichtig, auch innovativ für unsere Kunden was anbieten zu können. Und wir sind jetzt kein Programmierunternehmen, kein IT-Unternehmen, aber für uns ist es wichtig, dass wir eine Softwareumgebung haben, in der auch unsere Kunden, die Eigentümer, Asset Manager,
in gewisser Weise auch mit interagieren können. Ja? Dass sie auch die Möglichkeit haben, auch mal zu sehen, welche Daten erfasst werden. Ja, wie sehen eigentlich die Prozesse dort aus? Ja? Und das bedeutet auch, dass man Energiemanagement im Unternehmen digital hat, ja, und das auch nutzt, ja, und dort auch die ganzen Energiedaten der Kunden, der Eigentümer erfasst. Weil natürlich haben wir vertragliche Reportingpflichten, wo wir ständig hingehen. Auch da wollen wir uns digitalisieren im Sinne von wegkommen von Hunderten von Excel-Tabellen, wo überall Zahlen drin sind und die alle nicht valide sind, sondern ein valides Energiemanagement-Tool. Ja, das ist für uns wichtig, auch als Unternehmen. Und das sollte jeden, der an der Immobilie arbeitet, ob das der FM ist, also der Facility Manager oder der Property Manager oder wer auch immer, jeder sollte diesen Weg gehen, ja, und sich dort gut aufstellen. Natürlich sollte man schauen, dass man nicht anfängt, irgendwo redundante Arbeiten zu erledigen. Das ist nämlich auch immer eine Gefahr bei der ganzen Digitalisierung, dass man irgendwann feststellt, jetzt machen eigentlich 3, 4 Leute das Gleiche, ja, ja. Und die Daten sind dann auch nicht valide am Ende. Aber das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo ich sage, alle Akteure müssen dort was tun. Ja, aber auch abholen. Natürlich, aber man muss erst ja, proaktiv machen. Man muss sich auch abholen lassen. Genau. Man muss sich auch abholen lassen. Ja, dann würde ich sagen, wie sieht es aus? Haben wir noch weitere Fragen für die Runde? Dann gerne. Ansonsten wüsste ich mal noch gerne, ich glaube, Jamal, du hast das, glaube ich, im Vorgespräch, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt 2022 und jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir nicht 10 Jahre weiter, jetzt gucken wir 11 Jahre weiter, 2034. Wie könnte das Thema, wenn wir dann nochmal zu so einer Runde zusammensitzen, wie würde das dann aussehen? Wie kriegen wir das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Wie hilft das bei Nachhaltigkeit? Wie kriegt man das umgesetzt? Und was würdest du dir da wünschen? Also was wird passieren? Auf jeden Fall wird die Halle C ist wahrscheinlich nicht mehr benötigt werden. Das ist das Erste. Das Zweite, was wird passieren? Ich glaube, jeder wird zu dem Zeitpunkt zumindest mal die Verbrauchsdaten so griffig haben. Ob tagesaktuell, weiß ich nicht. Aber zumindest mal griffig haben, um damit arbeiten zu können. Welches Tool auch immer Sie benutzen. Ich glaube, die Zeit sollte ausreichen, und die Regulatorik als auch die Verbraucher machen genug Druck. Realistisch, Alexander? Ja. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt sonst alles Bescheid, aber nein, ich glaube tatsächlich auch, dass wir in einer Welt leben, die im Moment einem sehr schnellen Wandel unterzogen ist. Und das ist das, was unsere Branche nicht gewohnt ist, dass sich Dinge schnell ändern. Und dem kann sich aber die Branche auch nicht mehr entziehen. Und das hat, glaube ich, jetzt auch die letzte begriffen. Ja. Und ich finde mal, es ist ganz schwierig, so Horrorszenarien vorauszusagen, wie viel es noch gibt und nicht mehr. Und das ist auch überhaupt nicht meine Baustelle. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die ernsthafte Marktteilnehmer sein wollen und werden, sind die diese Themen deutlich ernster nehmen, als das bis heute der Fall war. Und deswegen glaube ich, das ist relativ realistisch. Okay. Ja, also technologisch ist das ja wahnsinnig spannend. Technologie entwickelt sich exponentiell. Was bedeutet es? Wenn ich jetzt auf die nächsten 10 Jahre schaue, schaue ich nicht auf die letzten 10 Jahre. Das ist ja auch schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, was in den letzten 10 Jahren alles passiert und nicht zuletzt mit ChatGPT am Ende noch. Man muss eigentlich auf die letzten 20, 30 Jahre schauen. Das ungefähr an Fortschritt in die Zukunft ist das, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Das heißt, Technologie wird sich wahnsinnig entfalten und wir haben in AI auch erst den Anfang gesehen von dem, was möglich ist. Das heißt, die Technologie wird fast ungreifbar sein, die da passiert. Die Frage ist halt, wie schnell ist der Mensch, wie schnell ist auch die Wohnungswirtschaft in der Lage, da mitzuhalten, das zu adaptieren. Und deswegen ist es unabdingbar, sich so aufzustellen, dass man in der Lage ist, neue Technologie auch schnell adaptieren zu können. Weil jedes Jahr wird mehr neue Technologie kommen. Wir haben es auch bei ChatGPT gesehen, wie schnell das dann auch adaptiert wurde und wie schnell auch einige Player jetzt schon Vorteile davon haben, dass sie das in ihrem aktiven Betrieb nutzen. Und nicht nur Software-Startup-Unternehmen, sondern auch in der Immobilienbranche sehen wir, dass das genutzt wird. Das heißt, der Schlüssel wird wirklich sein, für die Wohnungswirtschaft sich schnellem Wandel zu stellen und dafür eine Lösung zu haben, die man mit schnellem Wandel gerade auf technologischer Seite gut umgehen kann und schnell Sachen adaptieren kann. Und da auch flexibel ist und sich nicht auf eine Sache
und einige festlegt, weil in ein paar Jahren könnte das schon wieder vielleicht auch der absteigende Ast sein, ja, und ein neuer Technik. Das macht Angst, das weiß ich, aber das ist leider so, wie Technologie funktioniert, und deswegen muss man das auch, muss man das einfach verstehen, und ja, the only constant is change. Ja. Jetzt hast du uns das Stichwort künstliche Intelligenz vorbei, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben gestern auf dem Weg nach München, ich glaube es war im Handelsblatt, gab es einen Kommentar, weil künstliche Intelligenz ist jetzt gerade ja im Immobilienthema, im Immobilienbereich ja auch was, was überall jetzt hochkommt und ganz viele Hoffnungen reingesetzt werden. Und das war ein Artikel, wo es aber hieß, so dieses ja, aber ist es wirklich so, oder ist es am Ende nur den Hype, den jetzt gerade alle, die Vokabel, die gerade alle hochhalten, und am Ende ist die Hoffnung vielleicht doch zu groß? Also Sebastian, vielleicht hast du jetzt die dankbare Aufgabe dazu, was du sagst. Ja, ich merke schon, ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, ohne den Artikel gelesen zu haben, aber ich glaube, dieses Wort künstliche Intelligenz, und darf mich jeder korrigieren, mir ist es zu groß gefasst. Es wird sehr, sehr viel erwartet, wir sind da noch nicht. Wir sind noch lange nicht da. Wir können Algorithmen bauen, wir können Sachen auslesen, wir sind noch wirklich auf einem guten Weg, alle zusammen. Es muss aber verknüpfbar sein miteinander. Die Softwarelösungen, die wir einbauen können, müssen miteinander funktionieren. Künstliche Intelligenz, korrigiere mich bitte, mir ist es noch zu groß. Und es wird sehr viel erwartet, weil das Wort sehr groß ist. Es ist Momentum seit einiger Zeit, und es wird es auch noch ein bisschen geben. Aber was kann die künstliche Intelligenz jetzt schon? Ja, so weit sind wir noch nicht. Recht überschaubar, aber ein vielleicht ganz klares Beispiel, einer der wichtigsten Themen, um viele nachhaltige Digitalisierungsprozesse zu starten, ist eine gute Gebäudeleittechnik, eine gute GLT. Ja, da, wo auch Daten entstehen. Ja, und das ist so ein Riesenthema. Es gibt jetzt immer mehr Unternehmen, die bieten KI-gesteuerte GLT an. So, was ist das? Vorher hatte ein FM, er hatte ein Handbuch, der hatte dann bei der Objektübergabe, oh ja, okay, GLT an, aus, super. Ein guter Objektleiter weiß auch genau, wann was einzustellen ist. Und bei einer KI-gesteuerten GLT am Ende vom Tag übernimmt das System gewisse Themen. Ja, da sind wir tatsächlich sehr, sehr weit. So, da gibt's genau. Viel. Und das ist eine positive Sache. Ja. Man muss es machen. Man muss sich dafür entscheiden, die Bestandsgebäude und die Neubauten, da ist es weniger ein Problem mittlerweile, weil die Bestandsgebäude umzurüsten. Man muss das Thema angehen. Ich bin ja nur Mathematiker und Informatiker, dazu was sagen. Vor einem Jahr habe ich dazu gestimmt tatsächlich. Ja. Und in dem Bereich der GLTs ist es tatsächlich so, dass das einfache Algorithmen, die wirklich auch keine KI im eigentlichen Sinn sind, da ist meistens ein bisschen Machine Learning mit dabei. Aber durch solche Systeme wie ChatGPT hat sich die Welt doch sehr grundlegend geändert. Wir bei Comgy zum Beispiel lassen von ChatGPT Produktkonzepte bauen. Unsere ganze LinkedIn-Präsenz, teilweise unsere ganzen Texte werden mit ChatGPT gebaut. Es ist unheimlich eingedrungen, und das ist gerade erst am Anfang. Also mehrere unserer Produktmanager sagen auch, dass sie auf einmal dreimal so schnell sind wie vorher und dreimal so viel Output haben durch solche Lösungen. Das ist nicht mehr einfache Algorithmenarbeit, sondern es ist wirklich so, dass man da auf jeden Fall Turing Complete, wer es kennt, ist, aber es geht wirklich Richtung Artificial General Intelligence. Und ob das jetzt in den nächsten 10 Jahren passiert, das glaube ich nicht unbedingt, aber es geht da stark hin. Und wir sind nicht mehr, meiner Meinung nach, muss ich sagen, in diesem Zeitalter, wo mit KI einfach ein fancy Wort für Algorithmen war, da sind wir darüber hinaus, und es gibt jetzt wirklich was ich auch KI nennen darf. In der Immobilie? Aber, ja, jetzt, kommt drauf an, was man nutzt. Das Thema ist doch folgendes, wir haben doch, und deswegen stimme ich diesem Artikel durchaus zu. Es gab irgendwann Blockchain, die ist wie das Schwein durchs Dorf getrieben worden, jetzt ist es die KI. Und am Ende des Tages, wie wir das Baby nennen, ist total irrelevant. Das Einzige, was Software machen muss, ist Probleme lösen. Sonst brauchen sie nicht. Einfach Software zu haben, um Software zu haben, ist Mumpitz. Ja? Also, sondern was wir machen, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also bei der Launche. Guckt euch eure Prozesse an, guckt an, wo seid ihr zu langsam, wo seid ihr intransparent, wo seid ihr zu teuer, und wo könnt ihr irgendwie was einsparen. Ja? Aber ob das jetzt KI heißt oder was, ich habe irgendwann mal auf einem Panel gesessen, da ging es eben um
Distributed Ledger Technology, ja, und dann, also Blockchain, Blockchain, Riesenthema, ja, und dann habe ich den Leuten gesagt, ja, aber wenn ich jetzt hier anstatt über Blockchain über Ruby on Rails reden würde, was übrigens auch eine großartige Technologie ist, wer würde dann hier sitzen? Niemand. Ja, es ist einfach so. Ja, also es ist ja so ein tolles Modewort. Ja. Wir sind über 20 Jahre ohne großartige Blockchain ausgekommen und waren trotzdem irgendwie, glaube ich, sicher. Ja. So, und jetzt, ja, wir nutzen sehr stark für einige Bereiche das, was wir KI, Artificial Intelligence, however you call it, nennen. Aber warum machen wir das denn? Wir machen das, weil wir Produkte bauen, die der Immobilienwirtschaft helfen sollen, schneller, effizienter, günstiger, sonst was zu werden. Ja. Also wir bauen Lösungen. Ja. Und ob da jetzt eine KI hinter seid, ja, manchmal ist sie dahinter, wenn es sinnvoll ist. Und manchmal ist sie nicht dahinter, wenn es nicht sinnvoll ist. Punkt. Ja, und das ist all the magic des KI. Eine Sache noch, weil Digitalisierung und Nachhaltigkeit für meine Kollegen und Mitarbeiter ist das schon ein Segen, zum Beispiel jetzt ChatGPT, sich zu informieren. Und zwar in der Granularität gewisser Themen im Bereich Nachhaltigkeit für die Objektverwaltung. Also auch hier ist wieder ein Digitalisierungsschritt gegangen. Also die Person, die sich damit auseinandersetzt, kann davon partizipieren und kann es nutzen und hat einen Mehrwert. Also es ist schneller, effizienter, Kosten gespart, Zeit gespart, Nachhaltigkeit. Genau, und Input über Nachhaltigkeit. Also auch hier wieder gewonnen eigentlich. Da korrigiere ich mich. Wenn wir ChatGPT dazuziehen in unseren täglichen Prozess, definitiv bin ich absolut eurer Meinung. Aber inwieweit jetzt, die Frage nochmal aufzukommen, die künstliche Intelligenz in unseren Immobilien angekommen ist, GLT, Sensorik, wo wir nicht drüber reden, ja, da sind wir sehr, sehr weit. Auch deutlich weiter, als viele wahrscheinlich denken oder wissen heutzutage, dass sich so eine Sensorik oder so ein, was Intelligentes aufs Wetter einstellen kann und so weiter, dass die Daten sieht. Das ist der Wahnsinn. Ja? Hätte vor 2 Jahren auch noch keiner drüber nachgedacht wahrscheinlich. Aber ja, wenn wir darüber reden, die Prozesse effizienter zu machen in unseren Unternehmen, nicht drüber hin, das ist ChatGPT wahrscheinlich. Ja. Ich kenne keinen Makler mehr, der seine Exposés selber schreibt. Ausschlaggebend, ob das wirklich funktioniert, ist tatsächlich am Ende, ob das im Boardroom angekommen ist. Bei den Geschäftsführern. Nochmal, wir haben gerade andere Sorgen, ja, da geht es ums Überleben. Und sobald das mal gewuppt ist, geht es um die Investmentfreude. Ja? Bin ich gewillt, Ergebnisse später zu investieren in Software, die ich vielleicht nicht, wo ich die Fees nicht auf die Mieter umlegen kann und Co. Ja? Bin ich gewillt, das zu tun, das wird kommen. Ja? Ob das so erfolgreich wird, hängt dann wieder so ein Dreieck davon. Spreche ich immer, ja? Also es gibt nur noch ein Wachstum, ja, um irgendwie die Kapitalwerte wieder nach oben zu treiben, ist die Miete. Im Residential-Bereich ist sie schon irgendwie gedeckelt. Was im Gewerbebereich passieren wird, mal gucken. Kommen wir irgendwann mal so in Frankfurt zu Mieten, die es in New York gerade gibt, die man erzielen kann? Wenn ja, dann kann das alles echt noch schneller passieren. Ja. Aber da müssen alle zusammenspielen. Und nochmal, es muss von oben gesteuert sein.